Moin Moin, mein Name ist Paddy und ich heiße euch herzlich willkommen hier bei Game Testicle HD. Heute geht's hier weiter mit UFC 2 und dem Online-Modus. Und wir sind hier heute unterwegs im Halbschwergewicht mit John Jones und wir kämpfen hier gegen Alexander Gustafsson. Den Kampf gab es ja zweimal, glaube ich, und zweimal gegen John Jones als Sieger aus dem Octagon. Ich habe hier auch John Jones als Kämpfer. Da auch erst überlegt, Alexander Gustafsson zu nehmen, aber noch egal, ich habe jetzt einfach hier John Jones genommen. Ich weiß, mittlerweile tendiere ich doch wieder dazu, die besseren Kämpfer zu nehmen. Die Gegner werden natürlich auch besser, aber ich versuche dann doch mal gleich auch wieder einen anderen Kämpfer zu nehmen. Lass mich erstmal überraschen, wie wir hier jetzt abschneiden. In diesem Kampf, ich drücke das Ganze jetzt mal hier weg. Und ist ein Titelkampf. Wir konzentrieren uns jetzt hier und versuchen hier Gustafsson auf die Bretter zu schicken. Touch Gloves und jetzt geht's los. Ab geht die wilde Fahrt hier. No, da können wir schon mal nicht treffen. So, Sidekick zum Körper. Oh, schön. So, Kombination. Kommt der Uppercut durch. So, nochmal oben, unten. Wieder schöne Punches von Jones. Jetzt der Sidekick wieder anbringen hier. Oh, da hat er sich schön durchgesetzt mit dem Takedown. Takedown von Gustafsson. Ja, den müsste ich verteidigt haben. Schöner Reversal von mir hier. Jetzt Side Control übergehen. Ah, scheiße. Falsche Taste gedrückt. Ah, da können wir ihn unten halten, hoffentlich. Ja, so sieht's aus. Backside. Sind wir drauf. So, jetzt komm. Jetzt klingelt's hier. Ja, einmal zumindest. Side Saddle Position. Und jetzt kommen die Ellbogen. Jetzt gehen wir hier auf ihn drauf. Er hat keine Ausdauer mehr. Keine Ausdauer für Gustafsson. Können wir ihn hier halten? Ja, okay, die Position nehme ich auch. Dann gehen wir jetzt mal hier nach oben. Und jetzt hagelt's hier. Jetzt hagelt's. Jetzt kommt hier John Jones. Die Fäuste kommen. Komm. Ach, schade. Da kriegt er den Pass noch hin. So, gerade kriegt er ihn noch hin. So, den können wir verteidigen erstmal. Weiter geht's hier. Was können wir nochmal verteidigen? Jetzt verdrücke ich mich hier an der Stelle. So, da steht er. Versucht er wieder aufzustehen. Aber das haben wir. Das haben wir ihn. Da haben wir ihn. Und wo bleiben wir jetzt hier? Und jetzt hagelt's wieder. Na, komm, eins. Ist es Finish? Komm, Finish. Finish him. So sieht's aus. Hasta la vista. John Jones gewinnt hier. Und wir haben den nächsten K.O. hier. Und ich will nur mal festhalten, er wollte auf dem Boden kämpfen. Er wollte hier auf dem Boden kämpfen, nicht ich. Er hat hier zum Takedown angesetzt und war dann am Boden. Und da habe ich ihn dann wohl ausgekontert. Und dann kriegt er hier nochmal, da sehen wir es, drücken wir weg das Ganze. Ich denke, die Siegerehrung können wir uns jetzt hier im Großen und Ganzen auch sparen. Überspringen wir hier mal. Gucken wir uns jetzt nochmal kurz an, wie dann überhaupt aktuell mein Rekord aussieht. Und dann geht ihr einfach mal mit jetzt in die Kämpferauswahl ohne Cut. Diesmal 26-3 sieht's hier aus. Wir gehen also einfach jetzt kämpfen, nur damit ihr nochmal seht, dass ich euch hier nicht irgendwelche Kämpfe vorenthalte. 26-3 steht's hier aktuell. Wir suchen uns den nächsten Gegner. Ich hoffe, es geht so schnell wie gerade. Ich habe mal hier alle Gewichtsklassen ausgewählt, nichts rausgelassen oder so. Und jetzt sind wir hier im Frauen-Bantam-Gewicht. Und ich überlege hier mal Chris Cyborg zu nehmen. Einfach mal hier mit der Frau Cyborg im Stand-Up-Fight zu gehen. Die hat die Champions-Hose. Aber wir nehmen hier die weiße Brasilien-Hose. Also die hat auf jeden Fall Hände aus Stahl. Ich weiß nicht, wer UFC 898 gesehen hat. Da hat sie Leslie Smith innerhalb kürzester Zeit gefinisht. Und jetzt erwarten ja eventuell alle hier irgendwann den Kampf Ronda Rousey gegen Chris Cyborg. Aber jetzt schauen wir erstmal, gegen wen wir hier antreten. Und es ist die Holländerin, De Randami, die Holländerin, die bei Fight Night Rotterdam angetreten ist und da mit einem Knie zum Körper den K.O. geholt hat. Das ist auf jeden Fall ein interessantes Matchup jetzt hier. Beides... Also jetzt nicht die besten Fighter von allen zur Verfügung stehen. Und das finde ich dann immer gut. Ich dachte, jetzt kommt Holly Holm oder Ronda Rousey hier. Aber jetzt treten wir hier gegen die Holländerin an. Gibt es einen Touch Gloves? Ja. So, und jetzt müssen wir sie umhauen. Cyborg hat hier Arme wie ein Tier, ey. Hier könnte auch Türsteher. Was denn jetzt?
Könnte auch Türsteher sein, Eddie. Die hat echt Arme, das gibt's nicht. Ja, nochmal von vorne eben. Ja. Ja, müssen wir mal gucken, jetzt hier mit den Punches. Oh, die kommt da mit Kicks. Ja, müssen wir ein bisschen aufpassen hier, wieder zurück. Gucken, wir haben ein paar schnelle Jabs hier am Start. Ja, Uppercut. Ah, wir müssen hier auf die Kicks hier aufpassen. Oh, da kommen wir auch mal durch. Oh, fuck, ich wollte gar keinen Takedown machen. Bin ich verdrückt. Hat die gar keinen Superman-Punch? Ah, doch, ein Rear-Superman-Punch. Aber gut, der hat irgendwie... Ah, fuck! Ja, jetzt habe ich ja mega dumm reingesprungen hier. Ah, war das behindert. Das war eine richtig dumme Aktion hier. Also erstmal verteidigen. So, jetzt eventuell aufstehen hier direkt. Ja, das reicht. Also da bin ich ja mega in dieses Flying Knee reingesprungen. Das war echt meine eigene Doofheit hier. Ah, die hat natürlich vernünftige Punches. Aber die andere haut auch immer ab. Und die Kicks von Cyborg sind jetzt nicht die geilsten. Versucht die hier in die Ecke zu drängen, damit die nicht mehr so weit abhauen kann. Ah fuck, da habe ich wieder zu wild agiert jetzt einfach. Oh, der war gut, der war gut, der war gut. Und dann ist Ende, ja. Dann ist Ende hier. Das ist Chris Cyborg. Hasta la vista. Zwei Haken hier und dann war's vorbei. Eieieiei. Starke Aktion. Starke Aktion. Erst angenockt, dann nicht geblockt, dann umgehauen. Da kam der Erste und dann kommt der Zweite. Boom. Und dann fällt sie einfach um. Dann fällt sie einfach um, da muss ich nicht mehr hinterhergehen. Das sieht man, da ist vorbei. Nein, Quatsch, ich gucke immer auf die Uhr. Wenn die Uhr schon angehalten hat oben, dann weiß ich, das K.O. Dann muss ich gar nicht mehr draufstürzen. Schöner Walk-off-K.O. hier. Einfach aus dem Stand umgehauen. Und dann war Ende an der Stelle. Die ist nicht mehr da. Ja, so einfach kann das manchmal gehen. So einfach kann das manchmal gehen hier. Schöner Knockout. Schöner Knockout. Und wir sehen uns gleich hier im nächsten Kampf wieder. Neue Runde, neues Glück. Und diesmal Weltergewicht. Und wenn Weltergewicht kommt, dann muss ich hier zwangsläufig George St. Pierre nehmen. Das ist mein absoluter Lieblingskämpfer. Der ist leider zurückgetreten, kämpft nicht mehr. Hat jahrelang den Titel im Weltergewicht gehalten, ist auch erst 32 Jahre alt, also für so einen MMA-Fighter gar nicht mal so alt. Aber das ist hier mein absoluter Lieblingsfighter und deswegen Weltergewicht heißt für mich immer GSP muss hier ran. Und deswegen auch heute hier, wir kämpfen gegen Diaz und mal schauen, wie lange es dauert. Das Gefühl, das könnte jetzt mal langsam wieder eng werden für uns. Ah, schon mal schöne Kombination hier. Ah, Superman Punch stand mal zu weit weg. Auch bei dem Kick stand mal zu weit weg. Da müssen wir die Reichweite hier nochmal ein bisschen kontrollieren hier. Da müssen wir ein bisschen näher ran mit GSP gegen Diaz. Der hat da ein bisschen Reichweitenvorteile. So, jetzt gehen wir in den Clinch hier. Da bleiben wir doch in dem Clinch. Und dann kommt das Knie. Dann kommt das Knie. Dann kommt noch der Ellbogen. Er bleibt drin, nochmal Ellbogen. So. Oh, jetzt mal aufpassen, hier sind wir in die Fäuste gelaufen. Da wollte ich nochmal in den Clinch gehen, war wieder in die Faust gelaufen. Und man will aufpassen, da haben wir zwei, drei Fäuste kassiert, die nicht hätten sein müssen. Auch da wieder, ah, ärgerlich. Ärgerlich hier gegen Diaz, die zwei Fäuste, die müssen nicht sein. Ah, er hat hier echt Reichweitenvorteile, das nervt mich. Okay, der Takedown-Versuch, der war auch irgendwie völlig billig von mir.
hat hier Reichweitenvorteil. Wir müssen hier die Reichweite ausgleichen. Na, ich komme nicht so wirklich ran. Merkt ihr das? Ich schwinge, aber es trifft nicht so wirklich. So, jetzt mal schön hier schöne Sachen gesetzt, aber der Takedown kommt auch nicht durch. Ah, schade. Oh nein, 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 keine Submission. Oh, jetzt kommt er mit der Submission. Guillotine hier. Das gefällt mir gar nicht. Aber kommen wir raus, kommen wir raus. Oh, jetzt kommt er wieder mit dem Necktie. Ja, ärgerlich. Aber auch da kommen wir raus. Aber er steht erstmal selber auf hier, okay. Hat gesehen, ja, so einfach kann man GSP hier nicht submitten. Ah, die Kicks sind zu langsam von GSP. Ich kassiere hier. Kassiere. Diaz ist nicht schlecht. Diaz ist nicht schlecht. Muss sagen, ich fühle mich noch nie so nachteilig gefühlt mit GSP. Aber die Kicks gefallen mir nicht. Und da wieder kriege ich die Deckung nicht früh genug hoch. Und dann geht er da aus dem Weg. Ich habe hier mega Reichweiten-Nachteile. Muss hier gucken, ob ich gleich in den Clinch komme. Da hatte er Probleme. Komm auch nicht in den Clinch. Das gibt's da gar nicht. Und Takedown auch wieder abgewehrt. Die erste Runde geht ganz klar an den Gegner. Einfach nur, weil er längere Arme hat. Einfach nur, weil er längere Arme hat. So, da war ein bisschen zurückgeschlagen hier. Aber trotzdem, er macht hier den Damage. Und da kommt mein Ellbogen durch. Und der kommt auch ganz gut durch. Gehen wir mal in den Clinch. Aber die erste Runde geht hier an ihm. Ich habe noch ein bisschen mit den Reichweiten-Nachteilen zu kämpfen, muss ich sagen. Diaz hat hier keine großen Aktionen gesetzt. Wir sehen, wir haben auch ordentlich hier schon sein Gesicht bearbeitet. Aber so im Großen und Ganzen hat er einfach die besseren Jabs gesetzt, weil ich mich dumm angestellt habe. Gut, der Clinch, der war okay. Der war okay, der Clinch. Aber sonst habe ich mich nicht so doll angestellt. Da müssen wir jetzt dran arbeiten. Ein bisschen taktischer jetzt vorgehen heute. Der Kampf scheint hier ein bisschen länger zu dauern. Aber wir müssen die Reichweitenvorteile, Nachteile wettmachen. Wieder mal auf den Kopf. Vielleicht einmal mit einem Konter agieren. Jetzt geht er auf den Körper dann natürlich. So. Oh, schöner Kopfkick hinterher hier, hinterher. Ja, aber die Power gemerkt. Ja, komm, zeig mir deinen Bauch, du Idiot. Jetzt hat er sich selber doof angestellt. Komm, hatten wir ihn da in der Ecke, jetzt versucht er selber auf den Takedown zu gehen. Ah, fuck. Ist er am Boden, jetzt ist er am Boden. Hätte ich mal ein bisschen dummer besser agieren müssen. Oder kriegen wir ihn zurück. Dann halten wir ihn auch. Armbar von unten. Ja, kommt er raus. Scheiße. Ah, scheiße hier. Nochmal dumme Aktion von mir. Gehen wir zurück in die Halfguard. Was machen wir da? Oh, er steht auf. Er will wieder aufstehen. Okay. Hat gesehen, er am Boden kann ich auch was. So ist das nicht. Oh fuck, wir müssen aufpassen hier. Er setzt immer noch die besseren Punches, aber einmal, ich hatte ihn einmal. So, jetzt nochmal zum Körper. Ja, mal aufpassen hier. Jetzt ist er wieder im Rückwärtsgang. Ah, der Takedown von GSP ist zu langsam. Diaz hat gute Verteidigung. So, Full Guard. Was sagt die Armbar? Was sagt... Ah, komm, kriegen wir nicht. Kriegen wir nicht. Oh, fuck, fuck. Oh, sind wir wieder aufgestanden. Aber da haben wir kassiert. Da haben wir ordentlich kassiert. Der hat aber auch Arme, der Diaz. Guck dir das an, ey, was der für Arme hat. Leg kick by George.
Oh, super, ey. Mit dem Flying Knee da volle. Good block. Nice work on the counter. Nate with an inside leg kick. Boah, der hat Arme, das gibt's gar nicht. Das gibt's nicht, was der für Arme hat. Clinch. Versuch mal den Clinch. He's in a better position here with the tie clinch. Oh man. 15 seconds. Big power jam. He heard him with that hook. Oh, der war schön, der war schön. Da nochmal einen vom Kopf gesetzt. Ah, ich glaube, die zweite Runde geht auch an ihn. Wir hatten den Knockdown drin, aber die Arme von Diaz. Ah, das ärgert mich. Der Gegner ist nicht schlecht, das muss man sagen. Aber der ist jetzt auch nicht, dass ich sage, boah, dagegen den habe ich keine Chance. Aber die scheiß Arme hier. Aber gut, wir haben 5 Runden Zeit. Wir haben 5 Runden Zeit, das ist schon mal gut. Nach Punkten werde ich verlieren. Aber ich kann ihn nicht wahrscheinlich finishen hier gleich mal. Ich hab das im Urin. Ah, da fehlte wieder so ein Millimeter. Ja, ich versuche mal in den Clinch zu kommen gleich. So, Thai Clinch. Ah, da kommt er wieder raus, das gibt's doch gar nicht. Ich hab das doch eigentlich gedacht, ich hätte ihn da jetzt. So, jetzt nochmal. Oh, da, zweimal mit dem Knie. Und jetzt sind wir hier eventuell mal auf ihm drauf. Ach, fuck, jetzt verdrücke ich mich hier. Mann! Ey, was hat der für einen scheiß langsamen Takedown, der GSP? Ach, kommt der schon wieder die Submission. Ich habe immer noch nicht gecheckt, wie ich das hier abwehren kann aus der Position. Aber die Schwäche vom Gegner habe ich ausgemacht. Die ist der Clinch. Ich ärgere, dass ich diese zum Kopf nicht kontern kann. Kriegt seine ganzen Headstrikes nicht gekontert. Scheiß Diaz, ey. Mann, diese scheiß schnellen Jabs, ey. Der hat eine Punch-Geschwindigkeit, das ist frech. Komm schon hier. Nee, der macht das. Ich muss irgendwie nochmal in den Clinch kommen. Oh, finish him, yes! Hab die Schwäche des Gegners erkannt, der Thai Clinch. Der Thai Clinch war die Schwäche des Gegners hier. Und dann ist es vorbei. Er hatte Vorteile hier durch seine Reichweite. Aber Schwäche gesucht, Schwäche gefunden. Im Clinch war ich stärker als er. Er hat die Knie zum Kopf nicht richtig verteidigt. Konnte sich nicht befreien, habe ich gut gekontert. Und dann steht er hier und wartet nur noch auf den Knockout. Und George St. Pierre besorgt ihm den Knockout. Interessant. Aber ich habe das Gefühl, einen machen wir hier noch in diesem Video. Bin mal gespannt, wen wir denn jetzt hier noch zugelost bekommen. Das war auf jeden Fall jetzt mal ein interessanter Kampf, finde ich.
Nochmal eine Runde Weltergewicht. Diesmal Lawler gegen St. Pierre. Und diesmal habe ich nicht St. Pierre. Diesmal habe ich Lawler genommen. Ich habe gedacht, komm, zweimal Weltergewicht hintereinander, kannst du nicht zweimal GSP nehmen. Jetzt hat der Gegner GSP. Wir haben Robbie Lawler. Wäre natürlich jetzt interessant gewesen, wenn ich mal Diaz genommen hätte. Mit den langen Armen. Jetzt haben wir natürlich hier Lawler. Der hat weniger Reichweite als Diaz oder als GSP. Wir einfach mal schauen, wie wir uns jetzt hier selber gegen den Fighter schlagen, gegen, mit dem wir gerade gespielt haben. Also wir sind der Herr links, wir spielen gegen den Herr rechts. Touch Gloves und ab geht die wilde Fahrt hier. Interessant, interessant hier. Oh, schöner Kick. Schöner Kick hier. Oh, schöne Kombination. Das hat... Ah, der Kick gefällt mir nicht. Der gefällt mir besser. Aber so die geilsten Kicks. Ich habe den Sliding Sidekick zum Körper. Den mag ich. Aber den hat er hier auch nicht am Start. Ah, ein paar ordentliche Punches gesetzt hier von Lawler. Oh, da auch nochmal schön durch. Jetzt nochmal das Knie zum Körper. Ah, fuck. Ich hasse diesen... Ich hasse das Flying Knee. Wenn das nicht trifft, dann kriegst du erstmal auf die Fresse. Ach, schon wieder. Guck, danach der Kick. Der Kick danach ist gratis nach dem Flying Knee. Ich hasse es, wenn wir nicht in der gleichen Ausrichtung sind. So. Ja, schöne Punches hier wieder gesetzt von Lawler. Schöne... Oh, er hat einen schönen Kick gesetzt. Nochmal ein Kick zum Bein hinterher. Oh, interessant, interessant auf jeden Fall hier. Ist kein Fallobst. Aber habe ich bei GSP jetzt auch nicht erwartet. Ah, der war gut zum Kopf hier. Zum Kopf nicht durchgekommen. Oh, der war schön, die Kombination. Die Kombination war schön. Und da hat er geleuchtet. Körper, Körper und dann der Kick zum Kopf durchgekommen. Ah, schade. Da muss ich aufpassen mit dem Abkick. Auch da wieder durchgekommen. Ah, da hat er gut die Fäuste noch hochgekriegt in der Situation. Aber die Kombination ist gut. Kopf, Kopf, Körper, Körper. Und dann der Abkick zum Kopf. Oh, da ging ein bisschen in Zeitlupe jetzt hier. Was leckt denn jetzt hier so? Ja, Punch in Zeitlupe hier. Oh, schön, schön. Schön ausgewichen hier. Ich glaube, in der Runde können wir jetzt mehr verlieren als gewinnen. Gehen wir auf Seite hier. 3 Sekunden noch. Ach, was leckt das denn jetzt so? Da kann man doch nicht spielen. Da kann man doch nicht spielen. Wir hatten geile Kombinationen dabei. Die eine, die ihn zum Leuchten gebracht hat, fand ich gut. Vielleicht sehen wir sie. Na gut, den Kick, den wollte ich nicht sehen. Der hat natürlich auch gut getroffen. Aber danach fangen wir uns direkt ein. Da sieht man's. Aber Körper. Vielleicht sehen wir jetzt den Kick zum Kopf. Wenn der jetzt kommt, der war... Und jetzt nochmal... Na, schade. Ja, die zeigen uns das Knie, man, das trifft natürlich auch, aber die eine Kombination, wo wir ihn zum Kopf danach gekickt haben, die fand ich nicht schlecht. Die fand ich nicht schlecht. 2 Punches zum Kopf, 2 Punches zum Körper und dann, wenn er gerade runter geht, den Körper zu decken, dann hau ich ihm in, dann kicke ich ihm in die Fresse, das ist der Plan. Ja, super, aber zuerst sollte ich seinen Kick zum Kopf zumindest nicht kassieren. Oh fuck, jetzt hat er mich, jetzt hat er mich, jetzt hat er mich. Ein bisschen weglaufen hier. Ah, er kommt nicht mehr in die richtige Distanz hier.
Ah, schade, da kriegt er so gerade die Fäuste noch hoch. Dann kommt der Kick zum Körper. Ah, er hat die richtige Reichweite jetzt hier raus und wir haben schon so viel Energie verbraucht durch unsere ganzen Kombinationen. Ach komm, der scheiß Kick kommt dann immer zu schnell. Wollte ich mal den Takedown ansetzen. Na komm, hoch. Ich will sagen, ich keinen Bock auf sowas. Oh, der war nochmal gut. Der war wieder gut. Der war auch nochmal gut. Ah, super. Der Punch war eher bitter dahinter. Ja, da setzen wir nochmal nach. Wir brauchen viel Ausdauer und kriegen hier nicht viel bei rum. Na super, dann laufe ich ihm hinterher. Mal gucken, was er im Clinch kann. Halten ihn im Clinch. Oh, schön. Thai Clinch erstmal wieder hier umgehauen. Geh mal auf ihn rauf. Geh mal auf ihn drauf. Ah, schade. Haben wir zum Körper nachgesetzt. Setzt jetzt zum Körper nach hier. Oh, schön zum Kopf getroffen. Schön zum Kopf durchgegangen. So, jetzt haben wir Thai Clinch hier angesetzt. Ah, kriegen wir nicht durch. Aber guck mal, guckt euch an, wie wenig Ausdauer wir haben hier. Robbie Lawler. Ihm mangelt es an Ausdauer, ihm mangelt es an Ausdauer. Wir dominieren diesen Kampf und gleich komme ich nicht weiter, ich sehe das schon. Wenn ich den jetzt in der dritten Runde nicht ausnocke, dann wird es eng, dann wird es richtig eng. Aber auch hier, Clinch haben wir dominiert, boom, kommt das Knie. Da kommt das Knie von Lawler gegen GSP. Dritte Runde hier. Aber auch interessanter Kampf. Interessanter Kampf. Sieht natürlich ja gut aus, wenn der Gegner sich wehrt. Ja, dann eben nicht. Ja, man will aufpassen hier. Er arbeitet natürlich auch gut zum Körper, das muss man sagen. Aber dann, wenn ich den Kopf dann vernachlässige, dann kommt er auch. Dann kommt er auch. Es ist nicht so, als macht er nichts. Ah, jetzt muss ich aufpassen. Keine Ausdauer mehr. Die Ausdauer geht jetzt schon runter. Ich merke das jetzt schon, dass nicht mehr das klappt, was ich will. So, Clinch nochmal. Müssen wir versuchen. Ah, er kommt nicht rein. Er kommt da raus. Takedown. Oh, schön verteidigt. Schön verteidigt hier. Oh, jetzt geht er auf uns drauf. Wenn das mal nicht, wenn uns das mal nicht schadet hier. Wenn uns das mal nicht schadet, diese Aktion von mir. Okay, das da kommen wir erstmal wieder hoch. Da scheint er sich jetzt nicht so wohl zu fühlen. Aber wir haben hier echt... Ja, der war nochmal schön. Wir müssen taktisch kämpfen. Jetzt, wir müssen mit der halben Ausdauer jetzt taktisch kämpfen.
Nicht den schnellen K.O. suchen, taktisch Treffer setzen jetzt hier. Das wird echt mal ein taktischer 5-Runden-Kampf. Aber schöne Kombination. Schöne Kombination hier wieder zum Körper gesetzt. Schön ihm jetzt ein bisschen austanzen. Ja, der Kick, der war scheiße. Der Kick, der war scheiße. Und der, das war auch scheiße. Schnell aufstehen vielleicht. Ja, super, blockiert der mega gut. Ja, so, da hat er sich ein bisschen verschätzt. Oh, drücken wir ihn weg. Was macht er jetzt? Ah, kommt da nochmal raus. 48 Sekunden. Okay, er macht immer das Gleiche. Wieder nach rechts. Ja, diesmal verteidige ich es, kein Ding. So, Full Guard. Postet er sich auf, okay. Macht er es wieder. Ja, das ist ihm erstmal egal. Gehe ich in Over-Under-Clinch. Die Runde überleben wir hier. Sollte kein Problem mehr sein. Ah. Okay, okay, okay. Die Runde weiß ich nicht, an wen sie geht. Er hat viel getroffen. Ich habe das Gefühl, ich bin der bessere Kämpfer. Ich habe das Gefühl, ich habe es unter Kontrolle, soweit man das sagen kann. Aber das ist jetzt hier mit der taktischste Fight, am taktisch lastigsten, wie auch immer das ich jetzt beschreiben soll, den ich seit langem gehabt habe. Und ich habe nicht das Gefühl, dass er mich hier schnell K.O. hauen kann. Aber ein Fehler kann natürlich tödlich sein. So, wir müssen wieder die Auslage wechseln. Wie eben, der eine Kick, der war nicht gut. Wir müssen mit unseren Kicks haushalten. Oh, den können wir noch blocken. Ah, müssen wir aufpassen. Ja, haben wir gelandet. Ah, schade. Ah, schon sind wir schnell weggekommen. Ah, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ah, schade, da kommt man nicht weg. Oh, der war nice, der war nice. Da ist er weg. Hasta la vista. Nochmal die schöne Kombination, wie ich sie am Anfang schon gesetzt hatte. Schön Körper, Kopf, Kopf, Körper, Körper und dann Kick. Oder so ähnlich in der Art. Naja, egal, Hauptsache er ist weg. Schön der Kick hier. Und dann ist er direkt wieder K.O. Da treffe ich ihn einmal und dann kommt der Kick dahinterher. Oh, wunderschöner Knockout hier. Oh, der Kampf hat mir gefallen. Der hat mir Spaß gemacht. Da sieht man den einen Punch zum Körper noch, dann blockt er unten und dann setze ich einen Punch nach oben und dann kommt der Kick hinterher. Den einen Punch wollte ich gar nicht, aber der war natürlich Knockout-mäßig richtig stark hier unterwegs. Und wir haben hier George St. Pierre mit Robbie Lawler gefinished. Wunderschöner Kampf und trotzdem der Sieg hier. Ah, den fand ich gut. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da auf jeden Fall. UFC ist hier noch nicht die Hauptserie auf dem Kanal. Es sind immer noch ein bisschen weniger Aufrufzahlen als bei Madden und so. Aber wenn es euch gefallen hat, hier gerade die Online-Videos auch gerne mal teilen oder so. Also ich finde die auf jeden Fall super. Ja, was soll ich auch noch sagen, ne? Aber wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir haben jetzt hier Titelserie 9 Kämpfe, beste Titelserie 4. Na, ist auch wurscht. Auf jeden Fall haben wir gewonnen hier. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Paddy hier bei Game Testicle HD. Ciao, Leute.